So, einen schönen dritten Advent euch allen. Frühstück. Jeder Tag beginnt mit Fressen. Was ist denn das überhaupt hier? Ich weiß auch nicht, warum. Warum liegt denn die so präsent bei mir? Kommst du denn noch? Mit einem Hahn. Und Einhorn ist auch dabei. Mehr Brötchen habt ihr nicht geholt? Mama hat so gesagt. Papi, du bist an. Das ist ein Dein Einhorn, fein. Das ist Mama, war ein blauer Hase. Magst du dein Einhorn leiden? Mhm. Ach so. Das ist aber das ist schön. Das schwimmt? Ja. Mama. Und du hast gute Nachrichten für dich. Mama! Du kannst den Rest von Michi auch essen. Mama! Also nicht auf der Schule, sondern. Ruhe! Ja. Ein kleines Sicken. Kannst du das dann wieder warm machen? Ja. Ja. Der Kleid ist auch gekommen. Papa hilft dir. Papa ist Experte im Frauen. Und er hat. Anziehen. Glitzer haben alle so anziehen. Mädchen. Papi! Papi! Die Wahnsinn! So, liebe Leute, heute Katzenkochkurs Teil 2. Heute gibt es Hühnchen mit Karotten. Mit Karotten und ein bisschen Brühe. Ja. Genau, unsere Katze braucht nämlich schon Kost, weil die verträgt nichts im Moment. Also die hat einen ganz sensiblen Magen und dieses Katzenfutter, was das da gibt, das isst sie überhaupt nicht. Also da isst sie ein paar Gramm am Tag. Also vielleicht sollte man das tatsächlich richtig wegmachen, auch das Katzenfutter erstmal. Und dann zwischendurch ab und zu mal jeden Tag auch wieder so ein Katzenfutter geben. Also jetzt hole ich das hier raus. Möhrchen, Karotte, ein bisschen Brühe. Und das schneidest du. Jetzt, genau, jetzt muss ich das schneiden. Jetzt muss ich also diese Fleisch klein schneiden. Und ich hole meine. Löffel und Gabel haben wir hier, ist alles klar, brauchen wir nicht, ja? Hier, alle da. Kann ich mitschneiden? Nein. Aber ich meine das mit einem Messer. Nein. Okay. Du riechst da immer noch? Reicht doch jetzt auch wieder. So, jetzt kommt alles erstmal wieder zurück. Und was jetzt? Wenn sie links zurück ist? Jetzt haben wir durchgeminkt. Na dann rühr mal. Dann rühr mal. Ich dachte mit dem Löffel. Kannst du den Löffel nehmen, wenn du meinst. Mhm. Kannst du mit dem Löffel besser, dann machst du das mit dem Löffel. Dann musst du das natürlich vorher rausnehmen. Ja. Genau. Jo, Mizi. Ja, gleich ist Essen fertig. Hast du so lange den? Ja, ich mach so lange den. Und jetzt püriere ich. So sieht sie aus und jetzt rutsche ich. Wie sieht sie denn begeistert? Ich mach das. Dann gebe ich es. Du gibst dir das genau, warte. Wir machen erstmal wirklich nur wie so. Soll ich dir geben? Ein bisschen mehr so. Mitzi, komm! Mitzi. Das ist wieder zu warm, wie immer. Frisch auf dem Topf. Das Asterix-Spiel ist verkauft. Ah, meine Stimme hört sich gut an. Die war gerade verschwunden. Voll die Blase. Jetzt wieder verkauft. Das Asterix-Spiel ist verkauft. Quark. Ja. Was würdest du eigentlich haben? 120. Ach, wie geht's ja. Ja, ist schon eigentlich schwer angenommen. Dann willst du als alle anderen, die wollen 200 haben und so. 170 bis 220. Ich habe jetzt einen 100er genommen. 99 Euro. Damit er unter 100 bleibt. 99 Euro. Aber das ist in Ordnung. Ich meine, was hat er bezahlt? 10er. Da finde ich in Ordnung. Mann, ne? Schnell mal nebenbei. Na, schnell mal nebenbei war es nicht, aber. Und dann habe ich. Na, warte, na klar, schnell mal nebenbei. Und dann habe ich dadurch eben das Gold quasi umsonst. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe 90 Euro bezahlt.
99 Krieg, das sind die 9,90 € für die eBay bekommt, also habe ich Gold quasi. Was jetzt? Umsonst. Ja. Mit dem alten Spiel, das Spiel, das ist, ich meine, Mensch, ärgere dich nicht, das haben wir. Also, das wird für Sammler, ist das schön, aber für mich, was soll ich damit? Meine Kinder machen so kaputt. Gut, da müssen wir jetzt nur noch die Ecken aufkleben. Das hole ich jetzt auf alle Fälle von drüben und pack's ein und dann geht's weg. Ah, so, meine fliegeleichte Tochter Lumen. Papa, eigentlich. Ja, die bekommt Mais. Die braucht nichts anderes, die braucht nur Mais. Mais und Möhrchen. Was das dort liegt, das kann einfach der Mund sein. Dieser, was das ist. Verstehe kein Wort. Du bist ganz aufgeregt. Ist das so, der kann man so sehen, kann also. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ah, da bist du. Sanu, so aus wie ein Guck. Du bist so genau so aus wie ein Guck. Guck, Papa, weil du hast den meisten Zopf wie ein Guck. Oh. Bitte schön. Guck mal. Warte. Ich alles gut. Ich bin nicht Anuk, nein. Guten Appetit, Lumen. Du hast auch. Guten Appetit, Lumen. Dankeschön. Schmeckt das? Hm? Ja. Dose Mais, ey. Und okay. Dieses Kind. Alleine auf dem Spielplatz heute zum ersten Mal. Ich fasse es nicht. Das Radi geht mit. Das Radi geht nicht mit. Was hast du denn soweit? Wie gesagt, das ist jetzt auch ein neues Radi, du bleibst hier. Aber es ist nicht ein Spielplatz. Was machst du denn? Verwirrst ja alle. Zwei Dinge passiert, die ich nicht fassen kann. Meine Frau malt. Und meine Tochter hält alleine auf dem Spielplatz. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Und ich mach Versand für den. Hallo, Mi. Ich höre. Lumi am Tagebuch und Tommy am Computer. Das heißt, der Tag ist fast wieder um. Heute war Sonntag, heute war nicht viel los. Ich war kurz auf dem Spielplatz mit Anuk. Das habe ich leider die Kamera nicht bei gehabt. Aber ich meine, wir waren halt nur auf dem Spielplatz. Wir sind auf dem Spielplatz gegangen, haben ein bisschen Basketball gespielt, ein bisschen Fußball gespielt. Und ja. Und ich durfte nicht mitkommen. Und die Lumen durfte nicht mitkommen, genau. Weil Lumen wäre sofort zu kalt geworden. Och, das war richtig kalt, ehrlich gesagt. Sie hätte sich Mütze und Schal anziehen können. Die Jacke mit bequemen Stiefeln. Und die Schneehose, Papa. Naja, na klar, okay. Na gut, dann beim nächsten Mal kommt Lumen natürlich auch wieder mit. Dann habe ich jetzt die ganze Zeit gesucht, weil wir stecken ja in einer kniffeligen Situation. Und zwar sind wir ab nächstes Jahr nicht mehr nur zu fünft in der Familie, sondern wir sind zu sechst. Sprich, wenn mein Sohn auch noch da ist, sind wir sieben. Wir brauchen also ein anderes Auto. Habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, aber jetzt wird es wirklich Zeit. Ich muss, bevor ich wieder anfange zu arbeiten, muss ich mir ein anderes Auto kaufen. Und jetzt habe ich geguckt und geguckt und geguckt. Und das ist ja jetzt nicht der erste Tag, wo ich geguckt habe. Ich gucke ja wirklich ziemlich oft nach Automobilen.
Und nicht einfach, weil ich Automobile so toll finde, sondern einfach, weil ich zweckmäßigerweise ein Auto mit 7 Sitze brauche, was zuverlässig ist, was noch TÜV hat, was möglichst auch noch die Möglichkeit eines Transportes bietet, habe ich jetzt allerdings nicht gefunden. VW-Busse sind derart was von teuer geworden in letzter Zeit und die sind alle verrostet und das ist alles ärgerlich. Und da muss es ja auch normalis gefallen. Und jetzt habe ich einfach ein Auto gefunden, ein Touran. Allerdings auch schon ziemlich alt und so. Aber wir brauchen ein Auto. Wir brauchen ein Auto. Im Sommer, also ab März nächsten Jahres, kann ich nicht mehr losfahren, irgendwo mir ein Auto angucken und ein Auto kaufen. Das kann ich nicht machen. Das muss alles vorher erledigt sein. Das ist jetzt ein Problem. Jetzt stehen wir da und brauchen ein Auto. Am liebsten wäre mir natürlich ein VW-Bus. Nach wie vor. Aber jetzt nicht, was wir uns leisten können. Also Budget haben wir echt nicht viel im Moment. Vor allem müssen wir gleich mal sehen, was unser Budget ist. Das wissen wir ja nicht. Steckt ja in einer Spardose drin, in einer 2-Euro-Spardose. Das müssen wir jetzt erstmal nehmen. Und ansonsten muss ich ein paar teure Sachen verkaufen. Ach ja, mal sehen, mal schauen. Ne? Also der Opel Omega, der nützt uns dann leider nichts mehr. Das war unser Hochzeitsauto, den müssen wir leider abstoßen. Und da müssen wir mal schauen, wo wir bleiben. Ein Touran habe ich jetzt gefunden. Kann meine Hochzeit mitkommen, Papa? Mit einer Highline-Ausstattung. Naja, ihr wart noch ja nicht geboren, als die Hochzeit schon war. Meine Tochter hört oben zu. Das ist das, was dann auch so, was Marlies dann auch gefällt. Also sprich, der hat so ein bisschen, sieht ein bisschen schöner aus, ne, als die normalen. Nicht so grau alle, sondern so ein bisschen schön beige, so wie der Opel auch. Den Weg vermissen die Opel. Den geht nicht, kann ihn ja nicht verkaufen. Ich krieg 500 Euro für, was soll ich damit? Kann ich nicht verkaufen, den Opel. Den kann ich doch nicht verkaufen. Da krieg ich doch kein, so krieg doch kein Geld dafür. Naja, pack ihn in eine Garage und bau den ein. Ah, kann ich doch nicht machen. Ich meine, die können dafür nicht Steuern und Versicherungen zahlen. Ja, da muss ich ihn abhaken irgendwo. Weil ich kann den nicht, das bringt nicht über den Herz, den für 500 Euro wegzuheben. Da. Ja, verstehe ich schon, was du meinst, aber ich meine, wir können es nicht alles. Steckt so viel Arbeit drin in dem Ding. Das Ding ist ja komplett gemacht worden. Der ganze Motor, alles neu gemacht worden. Warum soll ich den jetzt für den, für vielleicht 1000 Euro, sagen wir mal, abgeben? Und der war so treu die ganze Zeit. Ich bin am Verzweifeln. Geht die Krise. Einlagern. Aber das wird nie ein Oldtimer. Also, das wird schon mal ein Oldtimer, aber da muss man noch 40 Jahre warten. Chips. Lecker-Chips. Dann muss ich einfach nur noch mal. Ich hab da von hier oben von dem Bett gesehen. Vorher sauber machen? Guck, Papa. Ja, ich sehe das. Lecker. Da oben ist sie. Essen. Ja, Chips haben. Wegen vorher noch mal sauber machen komplett. Und dann fahre ich ihn in der Garage drin, bock den auf Stein auf. Euer 2000. Fakt ist, ich fahre ihn drin in der Garage, dann wird er aufgebockt. Und was ist, einmal im Monat gehe ich hin und starte den Motor. Mit 20 Jahren gehe ich nochmal hin. Und wegen 60. Und dann fahre ich ihn raus. Jo, na gut, okay, halt klar, ich werde mal weiter gucken und dann schneide ich den Krempel zusammen und vielleicht habt ihr ein Auto rumstehen, was ihr nicht so braucht oder so, wo ihr dann irgendwie so das für ein bisschen Geld abheben könnt. Oder wisst ihr, man, also zuverlässig muss er sein, auf alle Fälle zuverlässig. Man, ich kann das nicht gebrauchen, das wieder irgendeine Krücke zu kaufen. Und das ist auch das Problem, warum ich den Opel nicht so günstig abheben kann, weil den habe ich ja jetzt seit 10 Jahren. Ja, seit 10 Jahren und in 10 Jahren, ich weiß genau, welche Macke der hat. Also ich weiß genau, das, was nicht funktioniert. Und ich weiß genau, was ich habe alles machen lassen. Und der ist bis jetzt, eigentlich, der Motor ist anderthalb Jahre lang komplett zerlegt worden und im Detail wieder neu aufgebaut worden. Der hat ja 250.000 Kilometer oder was auf der Uhr. Also tierisch viel, finde ich. Ist ja gar nicht so viel, wenn ich das hier so sehe, was die hier die Autos anbieten. Jetzt muss ich kein Auto dafür kaufen mit so vielen Kilometern. Wieso? Naja, weil 250.000 Kilometer dachte ich immer, ist viel, was der Opel hat. Aber der hat ja nicht viel im Gegensatz zu dem, unser Opel. Aber der hat ja nicht so viel, wenn die hier alle ihre Autos anbieten mit
300.000 Kilometer, 350.000 Kilometer und so eine Sache. Naja, gut. Also ich lade hoch, von wegen, ich schneide jetzt, damit ich nachher ein bisschen Zeit habe für meine Kiddies noch. Und dann sehen wir uns am Montag, gucken, was der Montag bringt. Was bringt der Montag eigentlich, was ist morgen, was liegt morgen an, Ja, morgen wollte ich kurz alleine weggehen. Morgen will meine Frau alleine weggehen, die will mich alleine lassen, also mit anderen Worten, die will mich betrügen. Das lasse ich natürlich nicht zu, da werde ich erstmal hinterher schleichen und gucken, was da wirklich passiert. Macht es gut, liebe Leute, wir sehen uns morgen. Ciao.